So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also nicht mehr mit der Königsklasse, nicht mehr mit der Champions League gegen Arsenal, sondern, ja, die Gedanken sind wieder im Alltagsgeschäft, in der Fußball-Bundesliga, aber nichtsdestotrotz mit einer richtig geilen Partie. Zum einen ist der Gegner geil, der FC Schalke 04, der momentan auf dem 8. Tabellenplatz verweilt. Und zum anderen ist die Ausgangsposition überragend, Freunde. Schaut euch das an. Wir stehen auf Rang 3 mit 48 Punkten aus 25 Spielen. Dortmund auf 1 mit 51 aus 26. Heißt, wir haben ein Spiel weniger und können heute, wenn wir gegen Schalke 6-0 gewinnen, Erster werden. Nee, Mann, das ist natürlich jetzt nicht das Ziel, aber 3 Punkte einfahren und zumindest den VfL Wolfsburg überholen und damit auf Rang 2 stehen. Das ist so das Ziel, das wir heute haben. Schalke braucht unbedingt die 3 Punkte, um wieder reinzurutschen in die internationalen Plätze. Heißt, die werden das sicherlich alles geben. Und wenn man mal nach ganz unten sieht in der Tabelle, dann sieht das ganz unten sieht für einen Clubfan gut aus, aber das danach nicht mehr so. Der 1. FC Nürnberg auf Rang 17, die 4. auf 18, der 1. FC Kaiserslautern auf dem Relegationsplatz. Köln, Stuttgart, Hoffenheim, Augsburg über dem Strich und der SC Freiburg, der ist dann letztendlich eigentlich, muss man so sagen, schon durch. Freunde, in dem Sinn würde ich sagen, starten wir rein gegen den FC Schalke 04. Wenn es euch wieder gefällt, gerne den Daumen nach oben da lassen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und an der Stelle noch eine kleine Info an euch, an alle, die gerade vielleicht nichts zu tun haben. Momentan müsste, wenn alles gut geht, der 24-Stunden-Livestream noch laufen. Link zum Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und dann werden wir das streamen. Bei mir ist es jetzt gerade Sonntag um 13.24 Uhr und um 17 Uhr geht es rund 24 Stunden Nonstop-Stream. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wenn ihr, wie gesagt, Lust habt, schaut da gerne vorbei. In dem Sinn gehen wir es jetzt an. Gegen den FC Schalke 04. Ich bin nur am Überlegen, wie wir die Truppe erstmal aufstellen werden. Fit sind wir ja soweit ziemlich alle. Das ist schon mal das Gute. Xhaka, Junusovic, Kartletz. Den lassen wir mal vorne spielen. Das habt ihr euch gewünscht. Hermann Traoré. Ich glaube, ich bringe... Soll ich Bellarabi... Nee, komm, lass mal Bellarabi da auch mal außen. Johnson, gelb vorbelastet. Rgota, Younes, Kane. Ich glaube, das lasse ich auch erstmal so. Also, ich glaube, wir gehen so rein, Freunde. Ich glaube, wir gehen so rein in die Partie. Da gibt es nicht allzu viel zu tun. Wir haben noch im Büro ein paar Nachrichten. Die können wir natürlich noch schnell angehen. Mitchell Hegeler, Vertrag akzeptiert. Sehr schön. Ich möchte nur kurz daran erinnern, dass sie den Kader des Nationalteams Schweiz für das kommende internationale Testspiel bis zum 12. März rechtzeitig einreichen müssen. Bla, 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 bla. Und Scouting-Bericht. Aber ich glaube, den haben wir schon angeschaut. Genau. Da gibt es erstmal weiter nichts Neues. Such von dem her raus hier und dann gehen wir rein. Gegen den FC Schalke 04. Wie gesagt, eine hammerharte Partie, die an der Stelle ansteht und die wir unbedingt gewinnen müssen. Wir zu Hause, Schalke auswärts, sprich im dritten Trikot. Und damit gehen wir es an. Legende, 5 Minuten bewölkt. Alles weiterhin beim Alten in unserer FIFA 15 Karriere. Und by the way, noch schnell am, fällt mir gerade so ein, die Bundesliga-Prognose, die Abstiegsprognose, die Abstiegskampfkonferenz, die habt ihr mal richtig gefeiert. Da an der Stelle mal ein richtig dickes, fettes Dankeschön dafür. Enorm geil, wie ihr das gut angekommen ist. Ne? Es ist ja immer eigentlich nur Ultimate Team, was richtig gut ankommt von Klicks und von Views und von Likes und Kommentaren und was weiß ich. Aber die ging durch die Decke, Freunde. Richtig nice. Vielen lieben Dank dafür für euer Feedback. Und jetzt kümmern wir uns hier um Fußball-Bundesliga. 48 Punkte, wie gesagt, für Borussia Mönchengladbach. Und heute die riesen, riesen Chance, am 26. Spieltag aufzuschließen, ranzukommen und auf Rang 2 zu stehen. Den Meisterkampf, die Meisterentscheidung weiterhin richtig offen zu halten. Aber dafür brauchen wir Punkte. Langer Ball auf Ibrahima Traoré. Der könnte durchgehen. Kommt dann nicht ganz. Die Schalker erstmal dazwischen. Und wir haben es auch angesprochen, das ist heute nicht irgendein Spiel für Schalke, weil Schalke auch mal noch so die letzte Chance wahren möchte. Alter Schwede! Aber da kommt er durch, Freunde. Richtig schöne Aktion von Hermann. Ich kann es fast nicht glauben. Und dann holt er sich den Ball wieder. Also Hermann, das war mal ein überragender Auftakt. Viel besser kann man es da nicht machen. So, ich war kurz davor zu schießen. Dachte mir, nee, komm, aus der Position, das ist erstmal ein bisschen unnötig. Jetzt vielleicht Hermann, dann kommt er nicht durch. Das ist auch kein Elfmeter. Alles beim Alten. Aber da ist er wunderschön durchgegangen nach ein paar Sekunden in dieser Partie. Ganz, ganz fein von Patrick Hermann Höger. Also heute auch übrigens, wie gesagt, Cutlets vorne im Sturm. Das habt ihr euch ja gewünscht in der Bundesliga, dass wir da mal Cutlets statt Harry Kane bringen. Jawolski. Kane, der so ein bisschen ja für die besonderen Wettbewerbe scheinbar geschaffen ist. Im Pokal und in der Champions League trifft er nach Belieben gefühlt. In der Bundesliga ist der Knoten noch nicht wirklich geplatzt. Von dem her heute Cutlets von Beginn an. Da darf sich da beweisen. Schlechter Ball. Und dann schauen wir mal, wie wir da weiter entscheiden. Boateng, Aogo. Da haben wir gut zugemacht. Die Lücke war kurzzeitig da. Aogo kriegt den sogar durchgesteckt. Oh mein Gott. Und der ist weg, der ist weg, der ist weg. Erstmal ein bisschen ruhig wieder.
Hünteler zurückgelegt. Uchida, Hünteler, ganz, ganz stark. Und jetzt Traoré, come on. Anschieben, los geht's. Ibrahima, Traoré, ganz, ganz stark. Cutlets. Aber das dauert zu lang, bis wir da nachschieben. Da müssen wir erstmal wieder das Spiel beruhigen. Arnold, Xhaka, hochgelegt, komm schon. Schauen wir mal. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen angespannt wieder. Das ist ein enorm wichtiges Spiel, das ansteht. Ibrahima, ah, Traoré, das war einer zu viel. Da hätte ich vielleicht mal flanken müssen an der Stelle. Aber es gibt den Einwurf. Also, Schalke tut sich hier ganz, ganz hart bis dato. Oh, wieder hätte ich flanken müssen, Junge. Ich sorry, die nächste Aktion von der Seite, das wird mal eine Flanke jetzt. Nee, Schalke tut sich relativ hart. Kommen noch nicht wirklich rein in die Partie. Und wir machen das bis dato eigentlich ganz gut. Schalke mit einer kleineren Torannäherung. Und den Rest, den sehen wir hier. Jetzt leicht geniales Ding fast, aber Papadopoulos dazwischen. So müssen wir umschalten. Wenn wir den Ball erobern, dann müssen wir da wirklich schnell nach vorne pressen, um gegen die Schalker da zum Erfolg zu kommen. In die Mitte gelegt. Da ist Hünteler gerade noch so dazwischen gekommen. Das war eng. Boateng. Wieder Hünteler. Aogo. Uchida. Aogo. Wieder eins nach oben gelegt. Komm schon. Oh mein Gott. Die spielen es gut. Die spielen es richtig gut, die Schalker. Flanke ist auch stark. Und dann ist es passiert. 25. Minute, 1-0, aber auch ein Riesenbock von Dominguez an der Stelle. Warum köpft er den nicht einfach raus? Springt das so ein bisschen am Ball vorbei und Hünteler, der macht das natürlich überragend. Wenn es jetzt überhaupt Hünteler war, Jungs, ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ich glaube schon, da. Da muss er doch hinkommen. Dann geh doch noch den Schritt zurück, Hünteler, mit seinem 13. Saisontreffer. Und das kam jetzt so ein bisschen aus dem Nichts. Wir hatten beide noch keine krassen Chancen. Er ist so ein bisschen auf Ballbesitz bedacht und Schalke nutzt dann die erste hier gleich mal richtig krass. So, Hermann, nach oben gelegt, der Ball war gut. Und versuchen wir mal den Doppelpass, der auch ankommt. Die Flanke, die ist auch nicht so schlecht, aber Fährmann im Kasten hat letztendlich die Kohle. Also, das ist natürlich jetzt schon so ein kleines bitteres Pilchen, das wir da erstmal schlucken müssen. Das war so absolut nicht geplant. Boateng. Boateng, Linie gelegt, Schalke will jetzt gleich nachlegen. Choupo-Moting, der Schuss von Hünteler aber. Der geht mal ganz, ganz klein in die Wolken. Nach einer guten halben Stunde hier im Borussia-Park. Also, wie kommen wir da an? Wie wollen wir jetzt hier gegen die Schalker wieder alles rumreißen? Das ist die große Frage. Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré. Ja, da kann er sich nicht durchsetzen. Und schnell genug ist er leider auch nicht. Zumindest nicht so schnell genug, um da vorbeizukommen. Hünteler. Gut gemacht von Boateng. Gute Grätsche, aber wieder kommen wir nicht hin, weil Traoré nicht wirklich gut mitspielt. Jetzt vielleicht, Cher. Schön, schön. Wunderbar gekontert, wunderbar gespielt, die Riesenchance. Hermann und Fährmann hat den. Oh, das war ein Konter, so wie wir ihn sehen wollen, Freunde. Das war ziemlich überragend. Aber am Ende bleibt es beim 1-0 für Schalke. Jetzt vielleicht nach der Ecke, Zlatko Junusovic. Gutes Ding, guter Kopfball. Und dann kommt keiner da hinten hin. Und Fährmann im Kasten hat mal wieder das Kügelchen in der Hand. Meine Güte, 8 Minuten. Komm, da müssen wir jetzt nachlegen, Freunde. Nach den Chancen, die wir da gerade hatten. Da müssen wir jetzt weiter Gas geben. Höger, schöner Doppelpass, hat wieder den Ball in die Mitte gelegt. Aufpassen. Wichtige Grätsche. Ganz, ganz stark. Jetzt vielleicht mal der lange. Oh, der ist überragend, der Ball. Aber Hermann nimmt ihn gut mit, aber es ist nicht gut genug, um aus der Situation was zu machen. Jetzt vielleicht mal pressen, Jungs. Uchida, wir pressen eigentlich ganz gut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen offensiver ran. Das war ein Foulspiel, aber Schiri lässt erstmal den Vorteil laufen. Uchida zurückgelegt, zweiter Durchgang. Wir gehen auf offensiv. Wir gehen dann auf offensiv, Jungs. Ah, wir sind so gut dabei, aber kommen nicht an die Bälle. Schalke macht das stark, Höger. Jetzt machen es wir stark. Dominguez und dann aber wieder schlecht, nicht wieder Hünteler. Der Mann, der macht aus nichts eine Chance. Leck mich am Arsch. Arnold, guter Pass nach unten. Ibrahima Traoré, der muss nochmal draufsteigen. Gut gemacht, Arnold, komm schon. Cutlets. Durchgechippt, Arnold. Arnold! Gutes Ding, Fährmann holt den raus und der Ball, der ist weg. Es gibt die Ecke, richtig schön gespielt. Von Cutlets und von Arnold. Bleibt hier beim 1-0. Nochmal die Ecke, die zweite in der Partie. Die ist wieder stark. Wieder kommen wir nicht hin. Und dann dürfen wir nicht mehr abschließen. Freunde, mit 0-1 geht's rein in die Pause. 45 Minuten sind rum. Schalke führt im Borussia-Park. Ja, die Chancen sind ausgeglichen. Schalke vom Ballbesitz her dann ein bisschen mehr gehabt. Typisch Karriere. Aber wir hatten zwei richtig gute Möglichkeiten. Schalke auch. Aber Schalke hat sie eben genutzt jetzt hier. Wenn man mal so den ganzen ersten Durchgang komplett ansieht, Freunde.
dann waren die einfach ein bisschen effektiver. Arnold. Junusovic, das ist schön gespielt. Wieder Arnold, nach ganz unten gelegt. Ah, Hermann dauert ein bisschen zu lange, aber die Kulle, die hat er nochmal. Dann macht er das gut, dann machen wir das stark. Dann kommt der Ball wunderbar rüber. Dann ist Arnold, der die Übersicht hat, in die Mitte gelegt, beziehungsweise so ein bisschen in den Rücken von der Traoré. War das richtig stark, aber keiner tut da in der Mitte mit. Und wir kommen letztendlich nicht zum Erfolg. Schön dazwischen. Komm schon, jetzt hat Cutlets. Langer Ball. Der kommt durch. Der kommt wunderbar. Hermann. Hermann. Und dann ist er drin. 1:1. 51. Minute. Patrick Hermann mit dem Ausgleich. Und was ein wichtiger Treffer. Und letztendlich auch so ein bisschen verdient, wenn man die Spielanteile anzieht. Hermann. Wunderbar. Und Fährmann. Sein fast namenswetter. Der kann nichts machen. 1:1. Alles wieder offen. Perfekter Start in diesen zweiten Durchgang. Schnell nach vorne gespielt. Und dann hat Schalke keine Chance. Verirren sich da noch so ein bisschen mit dem Ball und wir machen letztendlich die Bude. Cutlets, gut gemacht. Junusovic sieht vorne. Arnold, kann der hin? Arnold! Der muss rein! Fast der Doppelschlag. Da kommt er gerade nur noch so mit der Spitze hin. Schalke rennt sich selbst über dem Haufen. Gibt die nächste Ecke, die ist wieder stark. Wieder kommen wir nicht ran. Von hinten ist es Korb mit dem Schuss. Ach du Heilige, haben wir jetzt Chancen, Freunde. Also, der zweite Durchgang, der gehört mal sowas von uns. 10 Minuten gespielt, ein Tor gemacht, 2 weitere hätten folgen können. So kann es hier weitergehen. So muss es hier weitergehen. Hünteler kann sich wieder durchsetzen. Der spielt eine starke Partie. Hünteler geht dann mit zurück, holt sich da auch noch die Kohle. Also Hünteler, wie gesagt, mit einer richtig guten Begegnung bis dato. Und da kommt jetzt erstmal Gladbach. Gut gemacht. Oh, aber der kommt noch an. Soweit erstmal alles in Ordnung. Schöner Pass. Schea. Ja, die Idee war gut, die Umsetzung nicht wirklich. Arnold, durchgesteckt, Junusovic. Wieder so ein Spitzchen. Meine Güte, Fährmann hält hier Schalke echt gerade das Unentschieden fest. Nächste Ecke, wieder Zlatko Junusovic. Oh, die ist gut, die ist gut, die ist super. Das gibt's nicht. Fährmann, du Gott, der hält gerade alles, Jungs. Ich will doch nur ein Tor machen. Nächste Ecke, wieder Junusovic. Wieder gut, aber diesmal können sie erklären. Von hinten ist es wieder Korb, der ihn ablegt. Da ist Kolasinac geblockt. Und dann ist niemand da und Schalke kann sich befreien. 64. Wir gehen mal rein. 9:3 Schüsse mittlerweile. Schaut euch mal an, wie dominant wir im zweiten Durchgang sind. Aber wir machen bisher die Bude noch nicht. Ich bring Geis für Schaka und ich nehme Traoré mal raus. Bring Bellarabi. Doppelwechsel, also knapp 25 Minuten vor Ende dieser packenden Partie zwischen Schalke und Gladbach. Und wir müssen ein bisschen was jetzt hier noch tun. Ein bisschen viel sogar. Höger. Nach vorne gelegt. Jawohl. Gut gemacht von Korb. Arnold, wunderbar, die Seite erstmal öffnet. Oben geht jetzt halt mal Ibrahima. Traoré. Kann er den Ball mitnehmen? Kann er. Nicht ganz. Schade. Und Schalke kontert wieder. Da müssen wir halt aufpassen, dass die Schalke jetzt nicht das Tor machen. Es gibt, glaube ich, den Abschluss, oder? Gibt es den Abschluss, den Eckball? Es gibt den Eckball, glaube ich. Ne, den Freistoß sogar. Bellarabi für Schaka steht da. Das stimmt nicht ganz. Wieso gibt es hier noch eine Ecke? Das weiß keiner so wirklich. Und einen Freistoß. Und Hünteler ist wieder der Mann, der da gefährlich vors Tor kommt. Ach du Heilige. Also Hünteler. Oh mein Gott, Jungs. Oh mein Gott, Jungs. Sommer hat ihn. Hünteler mit einer nahezu überragenden Partie. 72. Schalke wird wieder ein bisschen besser, weil wir gerade auch die Fehler machen. Das sollten wir jetzt vermeiden. Ecke in die Mitte, den sollten wir kriegen. Den haben wir. Von hinten ist es nochmal die Chance. Fuchs weg. Weg, 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 weg. Alles soweit gut. 15 Minuten noch, Jungs. Es gibt nochmal die Ecke. War da wieder einer dran? Das gibt's doch gar nicht. Unfassbar. Ball kommt in die Mitte. Alter Schwede. Was macht denn da Arnold? Also wir haben unsere Probleme bei den Kopfballduellen momentan. Das geht's ja gar nicht. Setzen uns so gut wie nie durch. Das geht so natürlich nicht. Jetzt vielleicht die Konterchance. Guter Ball. Cutlets, aber wir rennen schlecht. Arnold. Arnold, kein Abseits. Arnold will den rüber tippen. Das war ein miserabler Konter. Weil keiner schnell nach vorne läuft. Da kann ein Schalker Innenverteidiger komplett uns zum Stocken bringen. Das ist unfassbar. Das war die Riesenchance. Aber keiner rennt. Cutlets rennt nicht. Arnold rennt nicht. Keiner tut das, was er kann. Nach vorne. Komm schon. Oh, fast rüberbekommen. Schalke macht ein bisschen auf. Also Schalke will hier ein bisschen was noch riskieren. Arnold. Cutlets. Jetzt spiel ihn, spiel ihn, spiel ihn, spiel ihn. Cutlets, Cutlets, Cutlets. Yes, baby, yes, baby, yes, baby. 83. Minute, 2:1. Wir drehen das Ding.
Aus 0 zu 1 war 2 zu 1. Perfekter Konter. Schalke macht zu arg auf. Und Gutletz wird der Matchwinner. Václav Gutletz wird der Treffer in der Fußball-Bundesliga vorne. Oh, ist das geil. Oh, ich wollte nochmal reingehen. Ist das geil. Wir gehen rein und wechseln. Was machen wir? Ich bringe nochmal Junes für Arnold. Gutletz bleibt erstmal mit von der Partie. Freunde, wir drehen das Ding. Das wäre unfassbar wichtig. Wir gehen auch sehr defensiv. Wollen hier jetzt nichts mehr riskieren. Ein Riesenschritt Richtung spannender Kampf um die Schale, um den Titel in der Fußball-Bundesliga. Momentan bleibt es noch dabei. Wir stehen jetzt auf Rang 2. Kommen immer weiter nach vorne. Es war, glaube ich, die Abseitsposition, die der Schiedsrichter da gesehen hat. Schalke auch nochmal mit dem Wechsel. Kevin Prinz Boateng geht raus. Obasi. Ach du Heilige. Oh, was mache ich da? Chinedu Obasi in der Partie. Korb. Ah, das war schlecht, Korb. Das war schlecht. Dann macht das wieder gut. Holt sich die Kulle fast. Obasi abseits. Wobei er nicht. Hüttel aber nur im Abseits. Schalke macht nochmal Druck. Nee, es gibt trotzdem die Abseitsposition. Und diesmal knallen wir das Ding ab nach vorne, Freunde. Also da riskieren wir jetzt nichts mehr. Langer Ball von Sommer. Guter Ball von Sommer. Wunderbar gespielt. Aber dann kommt doch entgegen. Ich drück, aber er will nicht. Und sehr defensiv sieht das mir auch nicht aus, wie wir stehen. Da müssen wir mal noch ein bisschen hier Gas geben. Jetzt ja nicht. Ein Tor kassieren. Choupo-Moting. Gut von Scheer. Stark von Scheer. Ach du Heilige. Und Sommer macht's nochmal schnell und macht das bärenstark. Cutlets. Guter Ball. Und jetzt Cutlets. Sieht er ihn. Er sieht ihn. Er macht's ganz, ganz stark. Karim Bellarabi kann sie nicht durchsetzen. Freunde, es sind die letzten Sekunden. 5 Minuten Nachspielzeit geht's oben drauf. Aber da haben wir schon einige von gespielt. Stand jetzt. Holen wir uns echt den ganz, ganz wichtigen Sieg gegen den FC Schalke 04 und stehen damit auf Rang 2 der Fußball-Bundesliga. Aufpassen nochmal. Weg. Und jetzt pfeift ab, Freunde. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte in den Wochen der Entscheidung. Meine Güte. Freunde. 2-1 gegen S04. Boah. Erstmal durchschnaufen. Und ihr seht's am Schluss. Ist es auch verdient von den Chancen her. Haben wir ein bisschen mehr gemacht. Passgenauigkeit können ein bisschen weiter nach oben gehen. Mit 85% bin ich ja immer doch dann eher zufrieden als hier mit 76%. Lasst uns mal reinschauen in die Fußball-Bundesliga, in die Tabelle. Gehen aber erstmal ein paar Tage voran. Vielleicht haben die Dortmunder wieder vorgelegt. Werden wir gleich sehen. Achso, wir müssen noch den Nationalkader absenden. Fehlt da irgendjemand? Lasst uns doch mal da drüben schauen. Barnetta, Lichtsteiner. Ich glaube, da fehlt soweit erstmal keiner, oder? Embolo natürlich. Embolo müssen wir mitnehmen. Das ist klar, Freunde. Für Derdjok. Embolo. Und dann denke ich, passt das aber. Mannschaft absendern, passt das. So, und wir gucken rein. Also, das wird ein Finish vom Allerfeinsten. Die Bayern, ja, die hängen noch so ein bisschen hinterher, kommen vielleicht auch nochmal ran. Also, das ist die Tabelle. Dortmund 51, Gladbach 51, Wolfsburg 50, Bayern 46, Hannover 45, Leverkusen 44. Leverkusen auch unser nächster Gegner, sprich der Gegner im nächsten Part. Also, das wird hart, Freunde. Ich reime jetzt gerade, unfassbar. Das wird jetzt brutal. Schalke haben wir erstmal so ein bisschen hinten liegen lassen, das ist schön. Die stehen jetzt 4 Punkte hinter Rang 6. Und jetzt müssen wir halt noch gegen Leverkusen gewinnen. Ach du Heilige, wir können ja mal reinschauen. Gegen wen spielt denn Dortmund? Dortmund gegen Fürth, gegen den Tabellenletzten. Das werden die wohl packen. Der Club gegen die Bayern, Derby-Time. Ja, und wir gegen Leverkusen. Uiuiui, Freunde, das wird hammerhart. Lasst uns doch mal so ein bisschen noch kurz das Schlussprogramm ansehen. Wir haben jetzt Leverkusener, wir haben Wolfsburg, das wird hart. Dann kommt der Club Stuttgart, das ist eher noch machbar. Dortmund, das wird brutal. Und dann Augsburg, Freiburg und Hannover. Hannover auch mit oben, dürfen wir absolut nicht unterschätzen. Und dazwischen halt mal so ein bisschen Arsenal, mal ein bisschen Hamburg im Pokal. Das wird richtig nice. Freunde, in dem Sinne würde ich sagen, war's das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit könnt ihr jetzt nochmal rüberschauen in den 24-Stunden-Livestream, wenn ihr das Video zumindest seht. Genau jetzt, wenn es rauskommt, der Stream endet letztendlich heute um 17 Uhr. Würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und in dem Sinne, macht's gut, haut da rein, schönen Tag euch. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.